So, was geht? Wunderschön. Wir haben gerade hier mit der gesamten Gruppe einen Sieg aufgenommen. Drake hat gewonnen. Big Applaus für Drake an der Stelle. Drake! Gerne Drohnenaufnahmen oder ähnliches zeigen. Aber eine Sache trickt mich immer noch. Ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen. Dieser Kerl läuft einfach hier rum. Und wir waren ganz unten. Wir haben zwei, drei Gänge, seid ihr auch nicht rein, ne? Doch, wir sind überall rein. Seid ihr komplett jeden dunklen Gang, auch wirklich, wo es stockdunkel war? Wir haben immer gesagt, lass doch da weiter, lass doch da rein, doch da kommen die eh nicht hin. Der ist einfach abgehauen. Das ist wie ein Geist gewesen. Der ist wie ein Geist. Hallo. Wir gehen jetzt was einkaufen, später wird noch was gekocht und ich würde sagen, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Klatsch mal wieder, weil ich irgendwie immer klatschen muss. Ja, das Essen habe ich genauso gut gevloggt wie gestern das Kochen. Grüße geht raus an mich, an den schlechtesten Vlogger der Welt. Es ist endlich soweit, Leute. Mo hat das Haus nach dem Community-Voting jetzt verlassen. Ich bin nicht ins Finale gekommen. Du hast es leider nicht geschafft. Du wirst heute mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland fliegen müssen und wirst direkt eine Haftstrafe antreten. Für Steuerhinterziehung und mehrfach. Bist du traurig, dass du diese Villa jetzt verlassen musst? Ich bin traurig, aber ich freue mich auf mein eigenes Bett. Hast du noch ein paar, du wirst ja ins Gefängnis kommen, hast du noch ein paar Dinge, die du vielleicht deinen Fans sagen möchtest? Für diese jahrelange Unterstützung möchte ich mich wirklich herzlich bedanken. Ihr habt mir das ermöglicht, was ich schon immer machen wollte, nämlich nicht zu arbeiten. Ja. Danke. Perfekt, Digga. Mo, wir sehen uns, wenn wieder Besuchszeit ist in Butzbach. Mach's gut. Wir fahren jetzt in Feenwald. Das wird mega cool, das wird richtig nice. Ciao, bis gleich. Wir sagen, wo im Feenwald von Madeira, da spukt's und es gibt überall Männer mit riesigen Schwänzen. Man kann da nicht fliegen. Wir fahren los. Hey, schau mal, wir fahren hier gerade durch die Insel Mitte. Das ist so crazy jedes Mal. Hier ist halt ein riesiges Tal, wirklich. Also Madeira ist eine Insel, die vulkanisch entstanden ist und so. Hier ist sich eine riesige Kluft in der Mitte gebildet von den vulkanischen Aktivitäten, irgendwie, die das Ganze so ein bisschen auseinandergerissen haben. Und hier ist diese eine Passstraße, die wir jetzt auch gleich hochfahren werden zu diesem Wald. Und das ist jedes Mal so krass atemberaubend. Jetzt haben wir gerade sogar das Glück, dass es relativ klar ist. Es sieht aber, to be honest, noch geiler aus, wenn es komplett nebelbehangen ist. Dann hängen hier wirklich Nebelschwaden und das sieht wirklich aus wie im Dschungel in Thailand. Teilweise. Es ist wirklich sehr, sehr krass und ich hoffe, dass wir Glück haben, dass oben Nebel zwischen den Bäumen klebt. Also es ist wirklich sehr, sehr krass düster da oben eigentlich so. Und wenn es halt dann dämmert, wird es dann meistens ziemlich, ziemlich schnell sehr nebelig und sehr feucht und das sieht extrem geil aus. Deshalb fahren wir jetzt dahin. Wir haben tatsächlich Glück. Ihr seht hier schon die Wolken bzw. ja, Nebel und alles. Die Wolken hängen relativ tief. Beziehungsweise nee, eigentlich hängen sie hier relativ hoch. Trotzdem haben wir das Glück, dass sie tief genug sind, dass wir quasi jetzt in den Wolken schon so gut wie drin sind. Je nach Windrichtung. Das ist halt ganz geil. Es drückt es quasi unten so ein bisschen gleich in diese Pfanne, wie so ein Tal ist es irgendwie gefühlt rein. Hier sind normalerweise über viele wilde Rinder. Ich wundere mich gerade, dass die hier nicht sind. Normalerweise rennen die immer über die Straße und schreien. Das ist voll extrem wild. Ihr seht sie auf jeden Fall. Alles komplett voll genebelt. Und wie gesagt, ich glaube, gerade abends ist das ein ganz, ganz krank spooky Ort. Es gibt auch irgendwelche weirden Legenden um diesen Wald. So, keine Ahnung. Da ist irgendwas Mystisches irgendwann mal passiert. Aber ich habe es noch nicht durchgelesen. Auf jeden Fall wurde uns vielfach erzählt, dass es ein sehr schöner Ort ist. Ich war selber, wie gesagt, noch nicht da. Nur hier oben schon mal rumgefahren, weil das ja die Bergregion ist. Aber selber da noch nicht gewesen. Okay, checkt jetzt, was ich meine. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Sobald man dieses Gebiet hier betritt, ist dieser komplett krass dichte Nebel da. Es regnet wirklich bis vor einer Minute war ja noch überall Sonnenschein und jetzt fängt es hier an auf einmal zu regnen und es ist so eine komplett andere Flora nochmal, also wirklich viel, viel verwachsener, verhangener, überall dieser Nebel und so, ganz, 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 ganz müßig. Bin echt mal gespannt, wir sind jetzt in 3,5 Kilometern da. Ey, das ist einfach nur, das sieht jetzt schon so krass aus, guck mal bitte, Mann, wie dieser Nebel, wie diese Wolken hier durchpeitschen einfach, das ist einfach so rough hier oben, holy shit. Man. Dings, Elif hat hier ihre Sachen im Auto vergessen, aber das ist eine weitere Schicht Kleidung, die bei den Temperaturen mich hier schützt. Und auch wenn es euch nicht gefällt, dass ich das anziehe, tue ich es trotzdem. Wow. Das sieht so krass aus, oder? Okay, checkt ihr, was ich meine? Straight up Fantasy Wald. Straight up da mit diesem kleinen Bachlauf. Also das ist wirklich, es ist einfach unnormal hier. Es ist unglaublich kalt, es ist ein ganz weirder Vibe hier und man kann nicht mehr durch den Wald durchgucken. Es ist richtig, richtig crazy und ich glaube, Akani, ich glaube, ich nehme den Hund lieber wieder an die Leine, ja. Digga, weil der geht ja hier hops. Wir gehen jetzt mal ein Stück weit in den Wald rein. Wald ist auch so ein Ding. Es hat primär so eine Lichtung mit super vielen von diesen alten, weirden, knochigen Bäumen. Ich meine, das ist halt insane. Überall, legit überall hier ist nichts, bis in dieser Area, wo es komplett feucht ist und voller Moos und hier dann diese seltsamen Bäume wachsen. Und es sieht halt wirklich aus. Ey, ihr seht es wie ein Filmset. Hier riecht es gerade 1:1 wie am Prenzlauer Berg. Hier riecht es übertrieben dick nach. Nein. Wir sagen nein. Nein, ich bin auch. Nein, ich bin nicht der Diener. Aber wenn du Lust hast, passives Einkommen zu generieren mit 400 Euro. Ja, komm, wir gehen. Schaut mal da vorne, seht ihr es vielleicht? Hier sind überall diese wilden Kühe. Vorsichtig, das sind halt Stiere. Das heißt, das ist ein Stier. Das ist wirklich ein Stier. Und das ist auch ein Stier. Das heißt, nah ran eher nicht so. Aber super, super nice tatsächlich.
Moin Bro, was geht? Na, guck mich nicht an, ich will weg, bitte. So, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Da vorne ist halt irgend so ein Gewässer, moorartiges Ding. Man sieht so ganz leicht die Bäume. Und es ist halt wie auf einer, ja, wie in so, auf so einer schottischen Hochebene hier gefühlt. Guck mal, man sieht wirklich nichts. Man sieht nichts. Aber es riecht extrem nach. Und man hat 4G-Empfang. Das ist wie am Kotti, nur natürlich. Bro. Übrigens, kommendes Ding hier. Die Kühe, wenn halt die gerade Kinder bekommen haben, was gerade der Fall ist, gehen die manchmal auch touristenlos und verletzen ein paar Leute. Es kann aber auch. Was guckst du mich jetzt so an? Ist doch obvious, Alter. Würdest du nicht auch dein Kuhkind beschützen? Das ist eine Kuh. Das ist mein Hund. Okay. Guck mal hier. Also so krass. Ja, und wie gesagt, hier verläuft man sich halt extrem schnell, ne? Wo ist Tobi? Und man wird halt irgendwann verwirrt. Da rennt der. Boah, sieht so krass aus. Gehen wir weiter zurück. Weiter, weiter, weiter. Ich sehe ihn nicht mehr. Weiter nach vorne. What the fuck? Wo ist Tobi? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Das ist der Vater Dance Man. Oh nein. Oh nein. Der steht da immer. Okay, jetzt wird es extrem mystisch. Jetzt geht's da runter. Hier sind überall Frösche drin. Und ich hoffe, ich falle jetzt nicht auf die Fresse. Oh. 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 Ey. Ey. Du bist ja auch ein Tanzkurs. Ey. Ey. Okay, jetzt geht's einmal da runter. Oh mein Gott, hast du gerade gesehen? What the f***? Hört ihr das? Digga, hier ist einfach so eine Offroad-Strecke. Wie geil. Junge, hier mit dem Mountainbike runter muss ja übertrieben geil sein. Digga, das sehe ich mich aber. Also auch wenn ich gar nicht Fahrrad fahren kann, ich würde es machen. Nächstes Jahr bei der Kanondale bin ich dabei, Alter. Kanondale. Ja, also wir sind auf jeden Fall 10 von 10 gefickt. Wir sind ungefähr 1,5-2 Kilometer vom Auto weg. Es regnet und es ist dann auch immer so ein Regen, der so richtig aggressiv in so Schauern runterkommt. Und ich denke mal, wir werden dann wahrscheinlich entweder weggespült oder halt komplett nass sein. Ja, ich sag mal so. Was? Was guckst du mich jetzt so an? Ja. Wir haben es verlaufen. Wo sind wir? Keine Ahnung, man sieht nichts mehr. Es ist alles voller Nebel. Wir sind im Pfad gefolgt, der... Ja, nee. Denk okay. Mal, wir gehen jetzt. Ich habe einen TikTok gesehen, ganz kurz. Ja? Stell dich mal so hin. Okay. Gib mir mal kurz erkannt. Mach mal so, als würdest du ein imaginäres Seil halten. Ja. Und jetzt guck dir mal auf die linke Schuhsohle. Auf die Sohle. Das ist wie so ein Häschen. Du standst jetzt gerade da. Du so. Das hab ich auch gesehen. Mann, du was? Was soll das denn? Was ist das denn jetzt? Digga, Mann, was für eine Scheiße. Mann, wo müssen wir hin? Achtung, Wasserloch! Wasserloch wo? Ah, Wasserloch! Ah, Achtung, Wasserloch! Was ist das hier? Ah, Hilfe! Ah, Wasser! Okay, jetzt ist es richtig. Ich muss die Kamera beschützen vor dem Wasser. Ja, okay. Du gefickt bist. Oh mein Gott, ich bin komplett nass. Ich auch. Ah, Mann! Ja. Oh. Achtung, Riesensprung! Der Waldmagier hat uns gesagt, dass wir in die Richtung gehen sollen. Das war ein Tourist, Sebastian, das war kein Der Waldmagier hat uns gesagt, löset das Rätsel 3. Es gibt kein Rätsel. Ich hab Fußpilz, hat jemand Creme für mich, hat er gesagt. Oh mein Gott, meine Hose klebt. Ey, Digga, dann hat sich der Weg offenbart. Und dann hat sich der Weg offenbart, genau. Wir haben es geschafft, weil ich ein guter Anführer bin. Das war der Magier. Alter, Junge, ich hab den Tipp bei dem Magier gekauft für einen Zehner. Und dann ist der verschwunden in den Wald. Och ne, jetzt ist... Guck mal, das Auto steht da vorne, das muss jetzt auch wirklich nicht sein. Ah. Ach. Ich würde sagen, so viel dazu. Wenn ihr wollt, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir mal da sind, auch hier mal übernachten. Wir können doch nicht überall schlafen. Alter, nächstes Mal ist Campen wieder erlaubt, dann werden wir hier übernachten. Es gibt hier extra Camping Areas. Okay. Lasst ihn doch mal oben da. Wir fahren jetzt runter. Ich möchte an der Stelle nur noch mal betonen, dass ich hier dem Auto der trockenste von allen bin. Ich bin sehr, sehr trocken. Ich möchte das nur noch mal ganz kurz hier betonen, ja, dass ich extrem trocken bin und ich extrem vorausschauend gehandelt habe in meiner Kleidung. Und ja? Uns im Stich gelassen hast. Euch habe ich im Stich gelassen? Ja. Wie habe ich euch denn? Sagen, was denn, Digga? Du hast nichts gesagt. Gar nicht gesagt, Bro, was hier abgeht. Ich hab gesagt, nehmt euch einen Pulli mit. So, ja, und dann. Ja, eine Bro. Jacke hatten wir auch dabei. Meinst du mir, wir fahren Kart? Hä? Meinst du mir, wir fahren Kart? Ja, dann werden wir jetzt Kart fahren. Oh nein, bitte nicht. Wir fahren nach Hause. Ja, okay, gut, dann werde ich halt die Hände vom Lenker nehmen. Ah, nein! TJ Beast Boy. So, ich koche jetzt erstmal hier allen Leuten was Frisches, ne? Das ist fertig, bitte. Was Frisches kochen wir jetzt hier und dann. Fertig, bitte. Wir kochen jetzt gleich erstmal was Frisches, habe ich gesagt. Und vielleicht passiert heute Abend noch irgendwas Spannendes, was wir vloggen. Wir befinden uns hier im Ritz-Carlton und es gibt Hausverbot. Er hat Orangensaft verschüttet. Frag mich, was für ein Saft. Mach es nicht nochmal. Warum? Ich dachte, ich hab's auf Null gemacht. Ja. Nein, mach's nicht. Wir müssen es nicht machen. Was machst du denn? Mach's nicht. Hilft das? Nein. Mann, wir haben was. Oh, geht! Orangensaft wurde verschüttet im Ritz-Carlton!
Okay, Julius hat gerade einen Kommentar gefunden und wir rätseln gerade, was da abgeht. Das Video von heute, hier ist, irgendwer hat geschrieben, bei bla 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 bla, weiß ich nicht, ist ja scheißegal, irgendwo hier war ein Kommentar, wir blenden es euch nochmal hier ein. Hier stand auf jeden Fall, bei 8.5 steht jemand im Hintergrund und oh mein Gott, in diesem Raum sind Elif, Julius war schon gefunden, Mo und ich. Tobi und Max waren eine Etage drunter und Firat war nicht auf dieser Etage. Und da ist aber eine Person da hinten drinne. Es ist, what the fuck, Alter, was ist denn da los? Und warum sitzt du eigentlich hier? Du hast kein Anrecht, runter da, ab. Ganz schnell, junger Mann.